Vermisse meine Oma, vermisse ihre Stimme. Ich sah sie nie mehr, verflucht sei der Himmel. Ich bin nur ein Kind und mit der Welt nicht vertraut. Ich hasse die Schule und stelle mich taub. Ich bin hier allein und suche dringend Freunde. Viel zu lang war ich blind und habe euch vertraut. Nur sei die Straße mein neues Zuhause. Jetzt ganz herzlich den Alexander, und der ist 23 Jahre alt. Hallo Alexander. Jo, hallo, guten Morgen. Jo, guten Morgen. Du klingst aber schön nah, wie um die Ecke. Alexander, ja. 23, wenn du an Kinder denkst, was ist dann los? Mein Thema finde ich auch nicht so schön. Also ich habe bei mir die Feststellung gemacht, dass ich irgendwie eine pädophile Neigung habe. Oh. Wann und wie hast du das festgestellt? Kurzfassung, vor drei Wochen hat einer von Gitarren halt mit Ansage halt haben wir Screens und den ganzen Scheiß von gemacht, dass sie Pizza zu mir bestellen wollen. Und das war halt dann Freitag nachts um zwei oder so. Und ja, das ist ja okay, ne? Pizza hat nichts gekostet, also haben wir nicht bezahlt, ne? Und dann halt haben die gesagt, dass sie noch ein, also Scratch hat geschrieben, dass wohl halt noch ein Dildo vorbeikommt, halt per Versand. Und naja, es können die ja lustig finden und so. Ich hätte es halt weggeschmissen. Brauch ja kein Dildo, ne? Doch, den brauchst du schon, damit du mal schön deinen Bruder so richtig schön verwöhnen kannst. I love you. Schalke 04. Ah, wie der Vater, so der Sohn. Sei dankbar für den kleinen Monatslohn. Denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Geschichte meiner Eltern hört sich einsam an. Denn die Flucht vor dem Krieg war ein Freifahrtschein. Ein Freifahrtschein in die Einsamkeit. Ein Hauch von Armut und trotzdem dankbar. Meine Füße laufen jetzt auf Kopfsteinpflaster. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all,